Wir können unsere Meditation mit ein paar ruhigen Atemzügen beginnen. Damit, dass wir unseren Geist auf diese Atemzüge richten. Uns wieder daran erinnern, wie wertvoll es ist, im gegenwärtigen Moment zu bleiben, die ganze Aufmerksamkeit auf das zu richten, was jetzt tatsächlich stattfindet. Die Empfindungen des Atmens. Die restlichen Körperempfindungen, die Geräusche, wir geben unserem Geist die Möglichkeit, mal im Körper zu ruhen. Und während wir unserem Geist so erlauben, im Körper zu ruhen, machen wir jetzt eine kleine Übung. Ich möchte euch einladen, ganz spontan an einen Menschen in diesem Raum zu denken, ganz egal wer. Die erste Assoziation nehmen wir gleich. Denkt an diesen Menschen und versucht euch einmal in diesen Menschen hineinzuversetzen. Das heißt nicht, ihr müsst die ganze Lebensgeschichte kennen, alle Gedanken und Gefühle kennen, die dieser Mensch erlebt. Es reicht, wir wissen, dass das ein Mensch ist wie wir, wie wir aus diesen Daseinsfacetten zusammengesetzt ist. Ein Mensch, der wie wir glücklich und zufrieden sein möchte. Dem dabei immer wieder die ungeschickten Automatismen des Geistes in den Weg kommen. Ich möchte euch einladen, einem Gefühl von Wohlwollen und Verständnis, Freundlichkeit,
diesem Menschen gegenüber in euch Raum zu geben. Wie würde sich das anfühlen, wenn wir diesem Menschen jetzt sagen könnten, ich nehme dich an, so wie du bist, und ich wünsche dir, dass es dir gut geht. Dich an und ich wünsche dir, dass viele heilsame Qualitäten in dir wachsen. Nehme dich an und wünsche dir, dass du durch die Kraft deiner eigenen Weisheit dem inneren Frieden immer näher kommst. Dann könnt ihr euch von der Vorstellung dieses Menschen wieder verabschieden und euch jetzt mit euch selbst beschäftigen. Wenn wir diesen Menschen Gutes wünschen können, warum sollten wir es uns selbst dann nicht auch wünschen? Auch ich bin ein Mensch, der glücklich und zufrieden sein möchte.
Was macht das mit mir, wenn ich mir selbst sage, ich nehme mich an, so wie ich bin, und wünsche mir, dass es mir gut geht. Ich nehme mich an und wünsche mir, dass die heilsamen Dinge immer weiter wachsen. Ich nehme mich an und wünsche mir, dass ich Kraft meiner eigenen Weisheit dem inneren Frieden immer näher komme.
Diese Fürsorge und dieses Wohlwollen können wir tatsächlich auch gleich aktiv werden lassen, indem wir jetzt die Gefühle, die sich von selbst zeigen, mit unserem klaren Blick der Achtsamkeit betrachten und immer wieder erkennen, wie der Geist eine Empfindung erzeugt, ohne dem Geist das dabei irgendwie vorzuwerfen. Das ist das, was Geister so machen, dass sie Empfindungen produzieren. Kann die angenehme Empfindung sein, die das Wohlwollen in uns auslöst. Das können auch die vielen anderen Empfindungen sein, die unser Geist sich ausdenkt für das, was wir in Geist und Körper erleben. Dem Inhalt unseres Erlebens irgendeinen Schaden zuzufügen, es irgendwie zu beeinflussen. Deiner freundlichen, offenen Weisheit sehen wir Empfindungen so, wie sie wirklich sind. Eine Interpretation des Geistes, die dem ständigen Prozess des Entstehens und sich Auflösens folgt.